Helgoland ist ein einzigartiger Lebensraum für Deutschland, weil es ist sozusagen der einzig große Felsbrocken mitten in der Nordsee. Der Rest des Meeresbodens ist von Sand und Schlick bedeckt. Aber hier auf Helgoland haben wir den Sockel des Buntsandsteins und das ist einfach ein ganz anderer Lebensraum für eine Fülle von Algen und Tieren. Weil Helgoland so einzigartig und vielfältig ist, führt das Landesamt hier besonders gründliche Untersuchungen durch. Um den Naturschutz in Europa voranzutreiben, gibt es eine ganze Reihe europäischer Richtlinien. Die sollen den Zustand überwachen, aber gegebenenfalls auch verbessern, wenn er nicht gut ist. Das Landesamt arbeitet auf Helgoland mit dem AWI zusammen, das ist das hier ansässige Alfred-Wegener-Institut. Wir reisen hier einmal im Jahr mit einem ganzen Team von Experten und Tauchern an, um die Pflanzen und die Tiere am Meeresboden zu untersuchen. Und das Alfred-Wegener-Institut hier vor Ort untersucht das ganze Jahr über das Wasser selbst, also die Chemie und das Plankton im Wasser. An der Marinenstation des Alfred-Wegener-Institutes auf Helgoland nehmen wir seit jetzt nun schon 60 Jahren Proben in unseren ökologischen Langzeitreihen, um unter anderem mikroskopisch kleine Einzeller zu untersuchen, das sogenannte Phytoplankton. Dafür fährt jeden Morgen unser Forschungsschiff ADE an die Helgoländer Reede, an eine bestimmte Station und nimmt Proben mit einem Planktonnetz. Dafür wird ein Netz vertikal ins Wasser gelassen, aufgezogen und somit wird das Plankton aus dem Wasser heraus gesiebt. Unter dem Mikroskop sieht man dann, dass es sich um ganz unterschiedliche Zusammensetzungen der Gemeinschaften handelt, zum Beispiel den Diatomen und den Dinoflagellaten. Je mehr Plankton sich im Wasser befindet, desto höher ist auch die Trübung im Wasser. Diese kann man bestimmen mit einer sogenannten Secchi-Scheibe. Die Secchi-Scheibe ist eine weiße Scheibe und die wird an einem Seil in die Wassersäule hinabgelassen und beobachtet, bis man sie gerade nicht mehr sehen kann. Die Tiefe wird dann notiert in Metern und das ist dann die sogenannte Sichttiefe. Die Trübung des Wassers wird dabei nicht nur durch das Plankton verursacht, sondern auch durch sogenannte Schwebstoffe. Das ist quasi aufgewirbeltes Sediment. Und um das zu messen, haben wir an drei Stellen rund um Helgoland auf dem Meeresboden so Stangen errichtet. Da ist dann eine sogenannte Sedimentfalle dran. Das ist im Prinzip eine Röhre, in der die Schwebstoffe runterrieseln können. Dann landen sie am Ende in einer kleinen Flasche und die nehmen wir dann mit ins Labor und können den Inhalt dort analysieren. An diesen Stangen hängen auch Lichtmessgeräte, die über mehrere Wochen aufzeichnen können, wie viel Licht durch das Wasser kommt. Und das ist der entscheidende Faktor, der bestimmt, welche Arten in welcher Tiefe noch vorkommen können. Zusätzlich führt die Überdüngung von Gewässern dazu, dass einige Algengruppen besonders gut wachsen und andere dann verdrängen. Und um hier verlässliche Daten zu erhalten, müssen wir regelmäßig tauchen gehen und uns die Vielfalt der Algenarten angucken. Ja, die Algen rund um Helgoland, die sind extrem vielgestaltig. Also wir haben hier wirklich kleine Rotalgen bis hin zu diesem ganz großen Kelp. Der Palmentang ist das hier in diesem Fall. Der wird größer als ich. Die Vielfalt der Algen hier rund um Helgoland messen wir seit über 10 Jahren inzwischen. Immer an genau den gleichen Stellen. Wir legen unter Wasser diese langen Leinen aus,
Die sind eben 350 Meter lang und alle 5 Meter markiert. Und die dienen uns als Orientierung, dass wir wirklich jedes Jahr an den gleichen Stellen unsere Messungen machen. Und dazu benutzen wir solche Zählrahmen, die uns helfen, die Bedeckung unter Wasser abzuschätzen. Wenn eben der ganze Rahmen bedeckt ist, dann sind das 100%. Und wenn nur ein so ein Unterfeld hier bedeckt ist, dann sind das 4%. Wir möchten mit dieser Untersuchung herausfinden, wie tief Algen maximal vorkommen. Das ist die Algentiefengrenze. Wenn wir also feststellen, dass sich die Algentiefengrenze jedes Jahr ein bisschen weiter nach unten vergrößert, dann heißt das, dass die Wasserqualität darüber besser geworden ist, denn das Licht kann immer tiefer eindringen und ermöglicht so tieferes Algenwachstum. Und tatsächlich hat sich die Algentiefengrenze in den letzten 10 Jahren auch schon merklich verschoben. Insgesamt um etwas über 1 Meter. Das heißt also, die Algen kommen heute etwa 1 Meter tiefer vor als vor 10 Jahren, als wir das Monitoring begonnen haben. Und das ist ein positives Zeichen. Der Meeresboden vor Helgoland geht im Flachen dann über in einen Bereich, der regelmäßig trocken fällt. Dieses sogenannte Felswatt verlangt ganz besondere Anpassungen von den Tieren und Algen, die dort leben. An einem sehr heißen Sommertag können sie zum Beispiel Hitzeschäden erleiden oder sehr austrocknen. Die Wissenschaftler, die das hier erforschen wollen, die müssen hier nicht im Tauchanzug arbeiten, aber sie gelangen dorthin mit einem kleinen Boot. Wir untersuchen hier die Makroalgendiversität und das Vorkommen, um einen Messwert zu haben, um die Wasserqualität der Nordsee hier im Bereich Helgoland zu messen. Wir benutzen eine standardisierte Methode, das heißt, wir haben einen Rahmen hier mit 50 x 50 cm Kantenlänge. Diese legen wir einfach auf die Algen auf und können dann messen, mit welchem Prozentanteil jede Art in diesem Rahmen existiert. Okay, machen wir 2. Chondrus ist 4, das ist die ganze Fläche. Wir haben neben den Makroalgen natürlich auch eine ganze Reihe an Tieren, die diesen Lebensraum besiedeln. Dazu gehören zum einen die Schnecken, die hier als Weidegänger die Oberflächen zum Teil abgrasen. Dann natürlich Krebse, wir kennen die Strandkrabbe, andere Krebse kommen auch vor. Und so haben wir eine sehr hohe Vielfalt auch im Bereich der Tiere. Es soll ja auch gezeigt werden, ob es Veränderungen gibt. Und die können wir natürlich nur sehen, wenn wir wirklich über mehrere Jahre oder Jahrzehnte hier arbeiten. Für die Wasserqualität ist es auf jeden Fall notwendig, langjährige Untersuchungen zu machen. Algen rund um Helgoland sind ein wichtiger Teil dieser Lebensgemeinschaft. Aber um sie vollends zu verstehen, müssen wir uns natürlich auch die Tiere rund um Helgoland angucken. Tauchen ist es natürlich sehr schwierig, die ganz kleinen Bewohner des Meeresbodens zu erkennen. Deshalb sammeln wir sie mit einem sogenannten Unterwasserstaubsauger vom Felsen ab. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich, den Organismen etwas zu bieten, wo sie sich drauf ansiedeln können und was man dann später wieder einsammeln und ins Labor nehmen kann. Und das schaffen wir mit sogenannten Bewuchsplatten, die wir draußen installieren und dann nachschauen, wer darauf festgewachsen ist.
Proben und in den Bewuchsplatten sind neben den ganzen größeren Algen auch noch eine Vielzahl kleinerer Tiere mit dabei. Das sind hauptsächlich Arten, die sich festgesetzt haben, wie Moostiere, Manteltiere, Nesseltiere, aber auch eine Reihe kleiner Tiere wie Muscheln, Krebse und Schnecken. Um die Proben auszuwerten, braucht man sehr viel Geduld, eine Menge wissenschaftlicher Bestimmungsliteratur und einige Jahre Erfahrung. Helgoland kann man als großes Riff bezeichnen. Kein Korallenriff, wie man es aus den Tropen kennt, aber zumindest als riesengroßes Steinriff, in dem jeder Quadratzentimeter sofort bewachsen wird. Wir haben eine Liste erstellt mit Arten, die rund um Helgoland vorkommen müssten. Und mit unseren Untersuchungen jährlich gleichen wir die ab. Und umso mehr wir finden können, desto besser geht es der Meeresumwelt rund um Helgoland. Die Methoden, die wir verwenden, sind sehr vielfältig. Hier haben wir eine der Bewuchsplatten. Die sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit völligst bewachsen. Und der bisherige Rekord für uns war 65 Arten auf dieser kleinen Fläche, die gleichzeitig dort lebten. Aber große Arten können wir damit nicht nachweisen. Ein anderer Lebensraum für Tiere, der sehr gut zu beproben ist, sind die sogenannten Haftkrallen des Palmentanks. Die werden von Tauchern eingesammelt und im Labor schauen wir dann, wer darin wohnt. Mit den bisherigen Methoden haben wir nur die ganz kleinen Tiere erfasst, aber die größeren sehen wir damit nicht. Die größten Tiere, die wir hier unter Wasser treffen, sind große Taschenkrebse und zum Teil auch alte Hummer. Und um diese großen Tiere zu erfassen, legen wir an bestimmten Punkten rund um die Insel Maßbänder aus und notieren dann, wenn wir entlang schwimmen, welche Tierarten wir dort sehen. Da gehören nicht nur die Krebse dazu, da gehören auch Fische dazu, wie Seezunge, Seeskorpion oder auch der Leierfisch. Mit dieser Methode finden wir 20 weitere große Tierarten, die auf diesem Steinriff Helgoland leben. Wir schauen uns die ganzen Lebensräume hier mit einer ganzen Fülle von Methoden an, die dann am Ende zusammengeführt und analysiert werden müssen, damit wir den Gesundheitszustand des Meeres hier rund um Helgoland bewerten können. Es ist einfach notwendig, solche Untersuchungen über einen wirklich langen Zeitraum durchzuführen. Nur so können wir langfristige Veränderungen feststellen, die diese bunte Vielfalt und diese ganzen Gemeinschaften bedrohen könnten. Glücklicherweise hat sich die Situation bei Helgoland im Laufe der letzten Jahre verbessert. Wir erreichen mit unserem Bewertungssystem tatsächlich für das Phytoplankton und für die Großalgen heute schon den guten Zustand. Mit solchen Arbeiten möchten wir dazu beitragen, dass artenreiche und damit wichtige Lebensräume in unseren Gewässern gesund bleiben oder gesund werden.